Добро пожаловать, дорогие друзья. Сегодня мы хотим говорить о русской литературе. Мне очень рада, что я очень люблю русскую литературу. Наш гость это сегодня господин Максимилиан Кра. Здравствуйте. И, как всегда, госпожа Эллен Козица. Желаю вам много веселей с новыми книгами русских писателей Сорокин и Водолазкин и писателя Чольс. Ich freue mich auf eine Veranstaltung heute für Freunde der russischen Sprache, aufgeblättert, zugeschlagen, mit rechten Lesen. Читать справини. Не знам русски, его не стыдно. О, очень жал. Могу только мовить по-польску. Сердечно, витаме. Добро. Herzlich willkommen, Maximilian Kra, als Gast unserer Sendung mit rechten Lesen. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie, Dr. Maximilian Kra, vor die Kamera gekriegt haben. Sie gelten als medienscheu. Maximilian Kra hat nach langjähriger CDU-Mitgliedschaft die Fahnen gewechselt und ist jetzt auf dem Weg nach Brüssel. Im Hauptberuf ist er Rechtsanwalt. Und was ich mir bei meiner Ansprache gerade spontan zusammengerechnet habe, wir haben zusammengerechnet 14 Kinder. Das ist doch was. Da der Dr. Kra gendertechnisch hier sich in der Minderheit befindet, wollen wir ihn den Reigen unserer Bücher eröffnen lassen. Ja. Das Buch, das ich eröffne, heißt Ein Gentleman in Moskau. Und ein Gentleman, nicht nur in Moskau, hätte jetzt natürlich schwer protestiert, dass ich die geschlechtsmäßige Unterlegenheit an den ersten Platz bringe, sondern natürlich der Status des Gastes, den er aber sofort an die Damen zurückgegeben hätte. Aber ich glaube, das Buch sollte die Eröffnung sein. Es ist ein Buch, das sich mit Russland beschäftigt, ohne von einem Russen geschrieben zu sein. Es ist von einem Amerikaner geschrieben, von Amor Tose, der bereits mit einer Frage der Höflichkeit auf sich aufmerksam gemacht hat. Und nun verlegt er dieselben Fragen, nämlich den Wert von Etikette, von Kultur, auch von Alltagskultur, vor eine Folie oder in eine Umgebung, die extreme ist, nämlich in das Moskau der 20er, 30er und 40er Jahre, also der Stalinzeit. Das Buch geht von 1922 bis 1956. Und der Plot, den er erfindet, lautet, dass ein Graf, also ein Angehöriger der alten Oberschicht, nicht erschossen wird, sondern er wird aufgrund eines Gedichtes, das er vorrevolutionär geschrieben hat und das die Revolution für sich in Anspruch nimmt, zum Hausarrest verurteilt im berühmten Hotel Metropol in Moskau, also einer Scheinwelt innerhalb des von revolutionären Umbrüchen und Gewalt auch vom Zweiten Weltkrieg geprägten Russland. Und er verschwindet quasi hinter den Brokatvorhängen des Hotels, eine, wo die alte Welt, die alte Hochkultur, auch die Umgangskultur ein Refugium findet, das aber natürlich auch bedroht ist durch die Veränderung der Hotelwelt selbst. Und in dieser Welt richtet er sich ein. Er bekommt schon mit, was außen vorgeht, wie die alte Welt zertrümmert wird, wie das Russland, das er geliebt hat, kaputt geht. Aber im Innern lebt doch so viel weiter, dass er seine Existenz aufrechterhalten kann. Und insofern ist es ein Buch, das eine Welt beschreibt, die beschränkt ist auf ein Gebäude, auf einen Mikrokosmos. Und immer mehr auf nationale Zeitschriften, denn die internationalen werden ja ausgetauscht. Die erreicht er ja nicht. Also genau. er beschränkt sich. Und es ist im Wesentlichen ein Plädoyer natürlich für Höflichkeit, für Umgangsform, für Alltagskultur in einer Zeit, die das nicht nur nicht schätzt, sondern ausrotten möchte. Zum einen mit Ironie, auch mit einer gewissen Selbstkritik. Zum Beispiel soll er entscheiden, wie viele Bücher er aus seiner alten großen Suite in eine kleine Kammer mitnimmt. Und er sagt zunächst alle und erkennt später selbst, dass er es sagt, um das Hotelpersonal zu beeindrucken. Und ich glaube, dieses Plädoyer zu sagen, wir beachten die Etikette, wir beachten die Form, und zwar ohne uns Sorgen zu machen, ob wir nun overdressed sind oder ob wir aus der Zeit gefallen sind, denn das war eher beides in Moskau der 20er Jahre. Aber wir wissen natürlich auch darüber, dass wir das nur mit einer gewissen Selbstironie wirklich authentisch tun können. Nicht? Der Dandy ist der ja daran glaubt, dass der Stoff seines Anzugs wichtig ist. Der Gentleman ist der,
der es einfach kann und darüber noch einen Witz macht. Und insofern ist es natürlich ein Roman, das uns auch lehrt, mit welcher Attitüde wir an Fragen von Mode, von Kultur, von Stil, von gutem Wein, vom richtigen Essen herangehen müssen. Ich habe das Buch sehr geschätzt und als besonderes Added Value taucht natürlich die gärtenschlanke Schauspielerin in dem Buch auf. Sie durchzieht es, sie ermuntert die männlichen Leser immer wieder weiter zu lesen, wenn die Müdigkeit in übermannt. Immer wieder aufs Neue zum Tragen. Und immer wieder aufs Neue. Immer wieder aufs Neue. Immer wieder aufs Neue fällt das Kleid mit immer demselben Rascheln nach unten und immer wieder. 20 Jahre lang. 20 Jahre lang bleibt sie gärtenschlank und das Kleid fällt mit immer demselben Rascheln und immer wieder ja führt schon, es die, wenn, die, wenn man die 20 Leser Jahre, dazu weiter zu lesen. Wenn man die 20 Jahre nennt, dann wäre das ja schon schön reaktionär und traditionalistisch. Aber diese große Geste, mit der der Graf dann in das Zimmer kommt, zu dem die gärtenschlanke Schauspielerin geladen hat, und dann steht sie schon am Fenster. Die Schultern werden nackt, die Kleider fallen. Aber das allein, dieser Akt, nach 20 Jahren immer noch dieselbe Begeisterung auszuüben vermag wie vor 20 Jahren, ist das nicht auch für die anwesende Weiblichkeit eine unglaublich ermunternde und aufbauende Botschaft? Die Beziehung ist eine ganz andere. Die Beziehung ist eine ganz andere zwischen der gärtenschlanken Schauspielerin, die im Übrigen ja auch einen Namen hat, sie heißt nämlich Anna, und dem Grafen Alexander Rostov. Sie steigt ja immer nur mal wieder aufs Neue in dem Hotel Metropol ab. Also insofern lässt sich das, glaube ich, auch über die 20 Jahre immer wieder wie ein altbekannter, aber immer wieder gern getrunkener Wein aufs Neue aufnehmen. Na, sie hat, das hat eine schöne Pointe ganz am Ende. Ja, das hat sie. Ja, aber das ist trotzdem ist diese ganze gärtenschlanke Schauspielerin-Geschichte der schmale Grat, auf dem sich das Dandytum dieses hochgekonnten American Schreibschul-Style bewegt, ja. Wird an dieser gärtenschlanke Schauspielerin deutlich, dass da einfach Versatzstücke von vorgefundenen Fantasien bedient werden. Also ich finde auch diese Gerichte, die er bestellt. Also sie haben es eben gerade schön differenziert zwischen dem Dandy und dem Gentleman. Aber wie ist es, wenn es verbalisiert wird? Also dieses Gusto, dieses Gourmethafte, dann hat es doch schon für mich ein Geschmäckle. Wenn man drüber redet, dann kommt schon dieses Neureichentum durch. Und das ist bei mir, also für mich ist sehr deutlich, dieses Buch hat keine Russe geschrieben. Nein, das hat ein Amerikaner geschrieben und zwar ein amerikanischer Anlageberater. Und ein Angeber. Und ich fand das Buch gut, anders als du. Ich fand es unterhaltsam. Ich fand es ein bisschen so wie Entenhausen oder die drei Fragezeichen. Ja. Wir lösen jeden Fall, wir sind auf der richtigen Seite, wir zeigen Haltung, wir zeigen Mut und am Ende gewinnen wir. Naja, Ellen, was das war mir also sehr, sehr, sehr optimistisch. Da war keine Tragik drin. Na, das stimmt vielleicht nicht ganz. Es warum? Ist schon auch eine Melancholie drin, das auf jeden Fall. Natürlich hat das Buch eine große Botschaft. Ja? Wir sind in der Lage, wenn wir genügend eigene Struktur haben, wenn wir wissen um das, was uns wichtig ist, wenn wir, und das ist bei Rostov natürlich der Fall, er verfügt über ein humanistisches Wissen, über eine Bildung natürlich. Ja? Er ist ein Adliger, kommt aus gutem Hause. Und er ist in der Lage, sich hinter den Brokatvorhängen in diesem Hotel Metropol, was wirklich viel, viel stärker gebeutelt wird, als das, was Tolls hier natürlich beschreibt. Also für mich ist die russische Geschichte in diesen mörderischen ersten 5 Jahrzehnten einfach viel zu wenig durcherzählt, ganz ehrlich. Also da hätte ich ein bisschen mehr verlangt, deswegen hat es mich auch immer ein bisschen gelangweilt. Aber trotzdem, die Lehre ist die, wir sind in der Lage, uns anzupassen. Ja? Und wir sind natürlich auch umso mehr in der Lage, wenn wir eben über einen gewissen Grundstock verfügen und wenn der Humor unser steter Begleiter ist. Das ist russisch. Das ist überhaupt nicht russisch. Das ist nicht, also das ich ist glaube, Moment, ich stelle das Buch vor. Also. Ja. Zunächst mal glaube ich, dass wer sich über die mörderischen Jahrzehnte der Revolutionsgeschichte unterrichten will, das soll bei Simeon Montefiore am Hof des Roten Zahn nehmen. Dann kann er sich das anschauen, wie damals bei den Folterungen auch den ZK-Mitarbeitern. Wo man sowas lesen kann. Das ist ja Belletristik fast, nicht? Die Fingernägel herausgerissen wurden. Das ist nicht die Aufgabe. Das Buch will uns nicht über die russische Revolution aufklären. Ich glaube sogar, dass sie in gewisser Weise das Aber Wissen darüber Bruch, vorhersetzt. Über den Bruch, auch über den biografischen Nein, Bruch. Es will uns aufklären über den Wert von Kultur, auch von individueller Kultur, auch von Alltagskultur in einer Zeit, wo diese Kultur, diese Alltagskultur gering geschätzt, gar verfolgt wurde. Es ist ein Plädoyer für Höflichkeit, für Manieren,
für Geist, für Witz und für Charme in einer Zeit, die plump geworden ist. Und es nimmt nur den Extrembeispiel dieser Zeit. Man hätte das auch während der Kulturrevolution in China nehmen können, nur da passt es nicht rein, weil die Chinesen nicht an der europäischen Kulturgeschichte teilgenommen haben. Sondern er nimmt einfach eine Extremzeit, um es deutlich zu machen, weil sich die Stalin-Zeit natürlich mit ihren Extremschicksalen wunderbar eignet, menschliche Existenzen in ihrer vollen Dramatik klarzumachen. Stellt euch mal vor, wir würden heute ein Buch über die Stalin-Zeit schreiben, schlimmste Sanktion ist 30 Tage Facebook-Sperre. Ich will das nicht kleinreden. Ja. Und das tut es. Und insofern ist es natürlich ein Plädoyer. Und das ist eigentlich ein Buch, das man heranwachsenden jungen Männern geben muss, damit sie von einer Turnschuhexistenz den Sprung schaffen zu angenehmen, echten Männern, die aber eben nicht als Holzhacker auftreten, sondern die es schaffen, als zivilisierte Träger einer kulturellen Idee aufzutreten, aber über die Last, die sie da tragen, nicht noch ernst und grimmig werden, sondern das Ganze mit eben dieser Leichtigkeit, dieser Selbstironie und dem Witz machen können. Ja. Also ich weiß jetzt schon, dass also mein 16-jähriger Sohn wohl demnächst noch eine kleine Lesebitte von mir bekommen wird, indem er dieses Buch lesen wird. Naja, aber das Buch alleine wird ja nicht ausreichen. Das meinte ich vorhin mit Grundstock und mit humanistischem Gedankenbild und mit dem, was man mitbringt. Wenn man nur nichts reicht für sich aus. Also kulturelle Bildung ist immer Kombitherapie. Also ich habe mir aufgeschrieben, mehr Interieur als Inhalt, mehr Wein als Blut. Also kein russisches Buch, überhaupt nicht. Und so kein russisches Buch. Genau. Aber insofern ist es halt auch ein bisschen fake. Ja? Ja, und es ist auch ein bisschen langweilig. Dürfen nur Russen über Russland schreiben? Nein, natürlich nicht. Wenn man es kann, kann jeder über Russland schreiben. Anlageberater, das sagt natürlich. Ja, gut, ich zunächst einmal ist auch der Anlageberater ein ehrbarer Beruf, sofern er nicht betrübt. Wo ziehen wir die Grenze? Also wir sollten ja schon zwischen dem Künstler und dem Werk unterscheiden. Und zumindest hat doch der Anlageberater hier einen unglaublichen. Ja, eine Liebe und auch ein Verständnis und auch eine Liebenswürdigkeit gezeigt, die man ihm doch gerade, weil er Anlageberater ist, umso mehr zugutehalten kann. Gut erhalten fühle ich mich, mir fehlt auch nicht wie dir jetzt das Grauen, aber wenn ich bei Amazon gucke, 100 Rezensionen hat es gestern noch gehabt, davon 97 5 Sterne. Ein Reigen warmherziger Charaktere, ein durch und durch bildungsschwangerer Roman. Zutreffend. Schreiben Lieschen Müller und Karl-Heinz Schulze. Und das ist für mich aber auch, nicht schon aber Zeichen auch Lieschen genug, Müller und Karl-Heinz Schulze haben ja ein Recht, davon ergriffen natürlich. Zu sein. Ja, und nur weil sie ergriffen zu sein, müssen nicht schlecht sein. Und vielleicht, sein. Ellen, ist es auch so, wenn man wir lesen nun andauernd natürlich, ne? Und man hat als Leser dann auch immer wieder aufs Neue den Anspruch, das nächste soll noch besser sein und es soll einen noch mehr packen und es soll noch mehr Erkenntnis in sich bergen. Aber für mich war es Trivia. Ja. Und was ich noch sagen wollte. Also das Genre an sich, Entschuldigung, gleich du. Ja. Das Genre an sich, diese Zimmerreise, ja, also dass das Zimmer zum Weltinnenraum wird, das ist ja seit der Ende des 18. Jahrhunderts gängig und das arbeitet das schön durch. Also mir fehlt das äußerliche Grauen und das ständig die zeitgeschichtlichen Hintergründe vergegenwärtigt würden, das fehlt mir überhaupt nicht. Das hat er ja drin, aber er nimmt den Faden immer nur auf und er dröselt ihn nicht weiter. Er hat ja auch geschrieben, also das Zimmer Nummer 217 ist ein legendärer Ort, an dem die erste Verfassung der Sowjetunion geschrieben worden ist. Das bringt er ja alles mit rein, aber das sind so Versatzstücke und die stehen mir zu wenig oder zu wenig gleichwertig. Aber ist das die Aussage? Naja, braucht er das für die Aussage? Nein, wahrscheinlich ist das Problem, dass ich die russische Literatur so sehr liebe und auch die russische Geschichte natürlich immer wieder aufs Neue konsumiere. Das Hotel Metropol ist eben kein nur literarischer Ort. Es ist ein zutiefst authentischer Ort, der mit der russischen Geschichte durchaus verwoben ist. Und deshalb, darf man im Hotel Metropol kein Champagner trinken. Und wenn ich natürlich, aber wenn ich eben an meine letzte Leseerfahrung genau zu diesem Thema denke, an Ludmila Petruschewskaja, die 1938 im Hotel Metropol eben geboren ist, ja, und diese vielen Säuberungen und mutmaßlich ein Vorbild auch für die eine Figur der Nina ist. Genau, dann ist es mir, und damit schließe ich das ab, mir ist es dann einfach zu wenig. Gut. Und meines Erachtens, das möchte ich jetzt auch noch anfügen, ja, also. Es ist so, dass diese ganzen Szenen oder so nach hinten raus umso mehr,
dass die danach schreien, verfilmt werden zu wollen. Also wenn ich da sehe, wie dieses Triumvirat, also eben unser Held und seine zwei Kumpanen, wie die immer tagen und dann fängt einer an, mit Aprikosen oder mit Apfelsinen zu jonglieren. Und da höre ich schon diese Filmmusik im Ohr, also wie die Heiter dann mit Geigen ganz munter spielt. Und dann kommt der böse Läufer, also der Kommunistenkellner, herein und dann steht der Koch da. Aber er hat nicht das Beil in der Hand, das Küchenbeil, sondern nur eine Selleriestange. Das ist mir dann doch, also es ist sehr, sehr, sehr auf Verfilmtwerdung geschrieben. Also Hans insofern, spielt ja auch eine große Rolle. Wir haben ja das Grand Hotel Budapest auch gesehen. Ja. Das heißt also, offenbar ist es möglich, auch eine Hotelgeschichte zu verfilmen. Und ich denke, was ist die Aussage des Buches, was das Plädoyer des Buches? Was ich vorhin gesagt habe. Und das ist es jetzt sicherlich nicht, die russische Geschichte einem diesbezüglich Unbeleckten zu vermitteln, sondern es ist ein Buch, das ja auch nicht für Russen geschrieben wurde. Ich weiß noch nicht mal, ob es eine russische Übersetzung gibt. Ich habe es nicht gefunden. Garantiert nicht. Sondern es ist ein Buch, das ist geschrieben worden für Westler, um diese in ihrer eigenen, letztlich kulturvergessenen und banal gewordenen Welt mit einem gewissen Augenzwinkern den Wert der Kultur deutlich zu werden. Die fahren da immer hin. Ich habe einen Ausschnitt Wo fahren gefunden. Die immer hin? Die fahren nach Moskau ins Hotel Metropol und lassen sich, nachdem sie das Buch gelesen haben, hat ein richtiger Tourismus eingesetzt. Die lassen sich dann immer das Zimmer zeigen und sind ganz enttäuscht, dass sie nicht bis auf den Dachboden kommen. Also. Naja, also was will man mehr? Also ich glaube nicht, dass man... Jetzt einschenken, oder? Du darfst mir natürlich den Wodka einschenken passen, denn das ist, glaube ich, eine der großen Botschaften des Buches. Es gibt eine Diskussion, was hat Russland der Welt zu geben? Und wir leben in einer Zeit, wo es also tatsächlich in der Politik Menschen gibt, die behaupten, Russland sei nicht mehr als eine atomar ausgestattete Tankstelle. Und zumindest die Antwort darauf findet sich, der erste Grund ist die russische Literatur, Tschechow und Tolstoi. Die zweite ist der Nussknacker von Tschaikowski. Und der dritte ist jetzt das, was mir jetzt nicht gebracht wird. Es ist der Kaviar mit Sauerrahm und Blini. Aber derjenige, der bezweifelt hat, dass die Russen das hinbekommen, das wäre jetzt nicht ich, aber ich fühle mich jetzt als ein Deutscher und aus Solidarität mit ihm muss ich jetzt die Wette einlösen und muss das Glas Wodka trinken. Also ich empfehle es und wenn Sie es selbst nicht lesen wollen, dann geben Sie es Ihrem 17, 20, 25-jährigen Sohn. Es schadet nicht, es hilft. Und es hilft dabei, zu sich selbst zu finden und ein entspannter, selbstironischer, aber doch sich seiner kulturellen Möglichkeiten bewusster junger Mann zu werden. Na zdrowie. Na zdrowie. Ich möchte vorstellen Wladimir Sorokin Malaraga, Tagebuch eines Meisterkochs. Generell muss ich sagen, dass die Idee, hier eine russische Runde zu machen, ja auf Susanne Dagens Miste gewachsen ist. Bei mir selbst ist es ganz komisch. Ich selbst, obwohl ich diese ostischen Gene habe, kann mit den Russen an sich nichts anfangen. Erstens sind sie mir sehr spät über den Weg gelaufen. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Vielleicht an der Verfügbarkeit damals in den 90er Jahren, in denen ich groß geworden bin. Also ich habe mich erst sehr spät mit den Russen eingelassen, dann aber sehr intensiv. Also gerade was Dostojewski angeht, habe ich mir alle Übersetzungen von Svetlana Geier und sämtliche Parallelübersetzungen durchgelesen. Aber ich wurde nicht warm mit den Russen, auch mit den anderen nicht. Es ist für mich so, dass Autoren wie Tom Wolfe oder Raymond Chandler oder so, das ist auf Zack. Da sind in drei Sätzen ist eine Person für mich fertig porträtiert. Da blubbert es, da geht es ab und da eben dieses auf Zack sein. Und bei den Russen ist es so ein langwieriger Gärprozess mit Rüschenhemden und dem Blick hier und der Verdrehung dort. Damit komme ich nicht recht klar. Ich weiß auch nicht genau, warum. Also mich zieht natürlich viel mehr nach Moldawien, nach Bulgarien und nach Russland, wenn ich jetzt Urlaub machen würde, als nach Kalifornien oder sonst wohin. Aber von der Literatur her ist es mir etwas fremd. Aber Sorokin, der ist meines Erachtens einer, der sehr, sehr, sehr für deutsches Publikum schreibt. Mhm. Er gilt ja als einer der meistgelesenen russischen Autoren, Wladimir Georgievich Sorokin, Jahrgang 1955. Und gilt auch
Wobei ich glaube, dass das so eine Finte ist. Er gilt als einer der schärfsten Kritiker Putins. Ich bin dem mal hinterhergegangen. Daran ist nicht ganz so viel dran. Einmal hat die sogenannte Putin-Jugend gegen ihn protestiert und damit hat sich's auch schon. Aber ich glaube, das hilft ihm sehr, um in Deutschland, er tourt auch aktuell gerade wieder durch Deutschland, um so ein bisschen Lauf zu kriegen. Ich gehe auch davon aus, dass seine Bücher in Deutschland vielleicht, ich habe keine Zahlen gefunden, mehr verkauft werden als in Russland. Er nimmt auch hier wieder, wie in anderen Büchern, sehr auf Berliner Zustände, geht er drauf ein. Worum geht's? Es geht um den Meisterkoch, den mobilen Meisterkoch Gesa. Die Handlung findet in der Zukunft statt, ungefähr 20, 30 Jahre in der Zukunft. Das ist typisch Sorokin, das war ja auch bei seinem Vorgängerroman, viel gelobt, Telluria, so gewesen. Dieser Meisterkoch grillt auf Büchern, auf Klassikern. Bücher werden nicht mehr gedruckt, sie sind auch verboten. Das Einzige, was in dieser neuen Republik zu drucken erlaubt ist oder gedruckt wird, ist Geld. Daher werden Bücher hochgehandelt. Sie werden zum Teil sogar von Meisterköchen wie unserem Gesa, unserem Protagonisten, aus Museen geraubt. Und das ist ganz fantastisch geschildert. Also er hat da sein Excalibur, ein Schwert aus Titan, mit dem er liest vor und führt dann die Schnitte durch die Seiten durch und darauf grillt er dann. Zum Beispiel Würstchen auf dem Untertan von Heinrich Mann und Kalbslunge auf dem Zauberberg. Allzeit das rechte Buch, es lebe hoch, das ist der Feuerruf sozusagen zu den Grillpartys. Und er hat auch ein besonderes gustöses Geschmäckle. Er schreibt zum Beispiel, die Nietzsche-Erstausgabe riecht nach Eselfell, Tolstoi nach Apfelpastillen mit Bärengalle versetzt. Die Venus im Pelz riecht nach Roggenbrot. Also das schon allein, diese olfaktorischen Andeutungen verleiht mir Flügel. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ich kann mir das leibhaftig vorstellen, auch wenn für mich selbst Buch nur nach Nikotin, nach Staub und nach Druckerschwärze riecht. Aber ich mag das sehr gerne und finde es sehr gelungen. Es sind natürlich lauter Neureiche oder einfach Reiche, die sich so einen Grillgenuss, Book and Grill heißt es, gönnen. Ungefähr 10.000 Pfund pro Abend gehen dabei drauf, wenn unser Gesa liest und grillt. Das führt zu vielerlei Problemen. Erstmal innerhalb der Zunft. Zum Beispiel wird gegrillt auf Hermann Görings Antikenbibliothek. Hat es das je gegeben? Also der Kerl ist ja wohl nur so dumm gewesen, dass er billiges Zeug gelesen hat und keine Antikenbibliothek hatte. Zweitens, und das ist jetzt das tragische Problem, scheint es in den Bergen, nämlich in Manaraga, das ist ein Berg im Nordural, scheint es eine Presse zu geben, die schwarz presst. Und zwar hunderte, tausende Exemplare von Nabokovs Ada. Übrigens, kommt nicht näher zum Tragen, ein Inzestroman. Und diese Bücher werden schwarz gedruckt und zwar immer gleich, mit den gleichen Brandlöchern, mit den gleichen leichten Schäden. Und die Grillkochzunft, zu denen unser Gesa gehört, die will da natürlich einschreiten. So geht's ja nicht. Also man will schon authentisch bleiben und auf alten Büchern grillen und eben nicht auf diesen Büchern aus der sogenannten Molekularpresse. Deshalb fällt es los auf Gesa. Er soll die Bücherverbrennung, die Büchereinstampfung überwachen im Manaraga. Ich muss jetzt etwas spoilern. Diese Bücherverbrennung findet nicht statt. Unser Gesa wird gefangen genommen. Und man muss dazu sagen, dass Gesa, und das ist ganz grandios an Sorokin, weil er eben diese futuristischen Vorwegnahmen nicht langatmig erklärt, sondern die sind einfach so, und man kapiert es gleich nach wenigen Worten, er hat drei Flöhe. Er hat einen roten Floh, das ist sein wichtigster. Das ist eine Art Google im Hinterhirn. Er hat einen grünen und einen blauen Floh, die für Kommunikation und Navigation zuständig sind. Die werden ihm nun von diesen Molekulardruckfälschern entfernt. Und ihm werden, und das ist jetzt ein sehr schönes Wortspiel, finde ich, andere Flöhe ins Ohr gesetzt. Und da wird es halt sehr toll. Die Druckerpresse kann nicht zerstört werden. Diese großen Fälschungen des einen Buches werden in die Welt geschleudert. Und
unser Geser, der erst noch gesagt hat, du bist mein Feind, du, dich werde ich eliminieren. Es kann nicht sein, dass hier fremde Bücher gedruckt, also unauthentische Bücher zum Druck kommen. Der bekommt einen anderen Floh ins Ohr gesetzt und sagt auf einmal, wunderschön. Wir drucken jetzt endlich in Massen. Ach, was könnte es Besseres geben? Jetzt hast du uns das ganze Buch erzählt, Ellen. Also ich sag mal, der Plot, der war mir nach 10 Seiten, war der mir klar. Du hast gesagt, also jeder kann das verstehen, jeder kann auch gleich was draus lesen. Und genau das ist der Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, meine Güte, also das ist Gebrauchsliteratur. Ich kenne den Sorokin von seinen ganz frühen Büchern, er war einfach wirklich richtig radikal. Ja, er war mal, jetzt wird er uns als schärfster Putin-Gegner verkauft, du hast es gesagt. Das ist, glaube ich, aber eher der Beflissenheit des Verlages zuzuordnen. Das ist ganz sicher. Dass, du sagtest es selber, dass er auf dem deutschen Markt entsprechend etabliert wird. Gut, mit dem Genre der Dystopie, also, und der Fortschrittskritik und diesen ganzen Bildern, die wir aus Science-Fiction-Literatur kennen, die wir aus Filmen kennen, mehr ist es eigentlich nicht. Was mir fehlt, das mir doch fehlt schon wieder was. Wir kriegen es doch nicht plakatiert. Warum? Wir kriegen es doch ganz subtil. Ich finde es überhaupt so nicht subtil. Also ich meine, dass er mit einem der größten Tabus spielt, dass Bücher verbrannt werden. Okay, geschenkt, ja. Da kann man doch was draus machen. Man kann doch auch was draus machen. Warum? Warum auf einem Gorki eben ein Lachs anders schmeckt als auf einem Dostojewski? Also da hätte ich mir auch da wieder gewünscht, dass er ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Der ist 55er Jahrgang, der hat, ich weiß nicht, wie viele Bücher geschrieben. Es ist wirklich ein guter Autor, aber das ist absolute Trash-Literatur. Also das kann ich überhaupt nicht verstehen. Doch, es wird ein furchtbares Buch. Ich bin sogar noch viel böser als die Liebe. Wie böse darfst du nicht sein? Ich bin auch ehrlicher. Was? Weil ich den Plot schon schwachsinnig finde. Das hat offenbar jemand geschrieben, der weder gern kocht noch gern isst. Denn es ist natürlich ersichtlicher Unsinn, dass je nachdem, welches Buch ich in meinen Grill stecke, das Fleisch anders schmeckt. Insofern ist es natürlich spirituelle Komponente. Insofern ist es sehr weit hergeholt und ja gut, aber also ich Spiritualität geht natürlich anders, ja. Hm. Also ja, da kann ich Schöneres mir vorstellen, als dass ich mir Gedanken mache. Ich weiß schon was. Du irrst. Also für die Experten hier unter uns, ich hatte in der Osternacht eine vorpianische Ostervigil, das ist Spiritualität. Ja. Und deine gärtenschlanke Schauspielerin ist nicht spirituell. Die brennt nur innerlich. Und also das eine ist, ich fand den Plot wirklich selten dämlich und damit tut man sich natürlich schon schwer, sich durchzuquälen. Und dazu kommt, dass er natürlich Beschreibungen drin hat, wo sich mir alles sträubt. Ich nehme mal ein Beispiel. Ja, bitte. Berlin gefällt mir mit seiner Geräumigkeit wegen und weil ihm die normale urbane Aggressivität abgeht. Ganz ausfindig, ja. Naja, also okay. Nach allen Seiten offen und dennoch ein ruhiger Ort, der alle Kriege überlebt hat. Und dann kommt es weiter. Das Publikum ist vornehm und gesetzt. Also ich denke an Berlin, an vieles, ja, aber ja, an ein vornehmes und gesetztes Bundeskommen trotzdem. Die gepiersten, gegenderten Menschen gehen nicht in Sorokin-Vorlesungen. Das ist, da dürfen sie nicht allzu homogen denken. Also, das heißt, ich habe einen Plot, der mir nicht gefällt, und ich habe Beschreibungen, wo ich instinktiv sage, sie sind furchtbar. Der Plot mit den Flöhen im Ohr, ich finde den sehr gut. Ich bin hat mich so vordergründig. Ja, es hat mich so ein bisschen erinnert an Kinderliteratur. Und dann kommen ja dann Flöhe in mein Ohr und dann bin ich ganz anders. Also so eine 12- bis 13-Jährige, die denkt sich so kuriose Geschichten aus und dann verbrennen wir Bücher und dann haben wir Flöhe. Aber was ich wirklich interessant fand, und da hätte er meines Erachtens nach auch ein bisschen mehr spielerisch damit umgehen können, es spielt ja nun im Jahr 2037, und Europa hat mehrere islamische Kriege hinter sich. Genau. Das ist interessant. Das ist überhaupt ein Grundthema von Sorokin. Also ich glaube, dass er viel gefährlicher ist, als er erscheint, indem er uns als Putin-Kritiker... ich fand ein paar Sachen sehr deftig. Und das mit der islamischen Revolution, die wir hinter uns haben, zieht sich auch durch bei Sorokin. Die zieht sich durch. Gut, aber immer jetzt, nur als Benennung. Moment, das ist nichts Besonderes. Also schon bei Solovjev, die kurze Erzählung vom Antichristen, haben wir die islamische Herrschaft drin. Und abgesehen davon sind also Russen, selbst wenn sie Putin-Kritiker sind, in der Regel immer noch intelligenter als die meisten deutschen Schriftsteller. Sodass ich ihnen das jetzt nicht besonders anrechnen würde. Um es ganz klar zu sagen, ich finde das nur furchtbar. Darf ich es zurückgeben? Ah, also,
Endwort, ja, ich habe es vorgestellt. Ich habe es vorgestellt. Schrecklich. Wir haben ja selber einen Verlag. Ja. Und wir kriegen laufend dystopische Literatur eingereicht. Ja, natürlich. Aber laufend. Und es ist, nein, es ist furchtbar. Es ist nämlich immer der Zeigefinger. Und die Moral von der Geschichte, die steht genau ganz oben. Fand ich dort nicht. Fand ich sehr schön verpackt in der Geschichte. Und übrigens ist es für mich auch komisch, warum schreiben nur Männer Science-Fiction, lesen es auch weitaus häufiger. Das ist, nennen wir ein anderes Genre, das vor allem von Männern gelesen wird. Gibt es nicht, weder Gedichte noch Romane noch sonst was. Science-Fiction ist das Männergenre. Mhm. Aber ich mochte es. Ich fand es gut. Wladimir Sorokin, Manaraga, Tagebuch eines Meisterkochs. So, das dritte Buch im Bunde, was ich gerne vorstelle, ist in meinen Augen wirklich echtes russisches Buch. Ein großer russischer Roman, soweit würde ich sogar gehen, von Jewgeni Wodolaskin. Jewgeni Wodolaskin wurde 1964 in Kiew geboren, lebt seit den 90er Jahren in St. Petersburg, arbeitet dort im Institut für russische Literatur am Puschkin-Haus. Und das hat dem Buch sehr gut getan. Er kennt sich in russischer Literatur aus und natürlich in seiner Stadt St. Petersburg. Das Buch Luftgänger ist in meinen Augen wirklich kongenial übersetzt worden von Ganna Maria Braungart, eine Übersetzerin, die ich von vielen, vielen anderen russischen Büchern kenne, zum Beispiel Ludmila Ulitskaya, eine wirklich symbiotische Beziehung dieser beiden Frauen. Und auch in diesem Buch zeigt sie wieder die ganze Tragweite ihrer übersetzerischen Kraft und Fähigkeit. Aviator, so heißt es im Russischen, und das ist eigentlich der Pilot. Und im Deutschen heißt es der Luftgänger. Der Luftgänger, der vielleicht eher ein Zeitenwandler ist, weil es geht um einen Mann, der im Jahr 1999 aus 70-jährigem Schlaf erwacht. Das heißt, er wird erweckt. Inokenti Platonow, der im sowjetischen Strafgefangenenlager auf der Insel Solovki dazu auserwählt wurde, in einem Forschungsexperiment des Labors für Zellkrynologie und Regeneration in Russland, die Abkürzung ist im Übrigen Lazarus, was natürlich sehr bedeutungsschwer ist, eingefroren zu werden und nun eben 1999 in einem Krankenhauszimmer wieder erwacht. Er weiß nicht, wer er ist, er weiß seinen Namen, der wird ihm von seinem Arzt mitgeteilt. Und der Arzt gibt ihm einen Stift in die Hand und ein Schreibheft und sagt: Lieber Inokenti, schreib alles auf, was du denkst. Nicht, woran du dich erinnerst, sondern was du riechst, was du siehst. Und die Frage, die sich in diesem Buch, in meinen Augen, wie gesagt, in dem großen russischen melancholischen Roman Luftgänger stellt, ist die Frage: Was ist Erinnerung? Ist Erinnerung Wahrheit oder ist Erinnerung nicht vielleicht wirklich nur die Kombination aus den Neuronen im Kopf, aus dem sinnlichen Erleben, nämlich aus den Geräuschen und aus den Gerüchen? Irgendwann kommt aber die Erinnerung ganz langsam zurück und wir dürfen hier teilhaben an einer russischen Biografie, an einer behüteten Kindheit im frühen Russland des 20. Jahrhunderts, der Zarenzeit. Wir dürfen daran teilnehmen an dem Sturm der Revolution, natürlich auch an dem stalinistischen Terror und an dem Verlust einer sehr, sehr großen Liebe. Anastasia ist die junge Frau, die er verlassen musste, weil er ins Strafgefangenenlager übersiedeln musste. Und diese Erinnerung an diese Liebe verlässt ihn niemals. Sie verlässt ihn nicht in den 70 Jahren, in denen er vermeintlich schläft. Und sie verlässt ihn nicht in dem Moment, wo er das erste Mal die Augen aufschlägt. Was für mich das Interessante an diesem Buch ist und was es durchaus abhebt gegenüber den anderen Büchern, worüber wir gesprochen haben, ist zum einen eben die Tragweite der Erinnerung und zum anderen die Einzelschicksale und die Motive, die er seinen jeweiligen einzelnen Personen mit zugibt. Er schreibt zum Beispiel: Große Ereignisse entstehen in jedem Einzelnen. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Stalin eine solche Welle, eine solche terroristische, eine solche Bewegung, eine solche für viele Leben abträgliche Entwicklung nehmen konnte? Wie kann es sein, dass
die Denunziation Blüten getrieben hat. Wie kann es sein, dass aber Millionen Menschen für nichts, was sie getan haben, aber für alles, wofür sie denunziert worden sind, in den Gulag gegangen sind. Das Schreiben wird für ihn zur Passion und irgendwann stellte sich die Frage, bin ich eigentlich vielleicht Schriftsteller gewesen oder bin ich vielleicht Maler gewesen? Ich würde gerne ein kurzes Zitat vorlesen, eben in Bezug auf die Geräusche und auf die Gerüche. Die Geräusche von Solovki, nämlich der Insel, der strafgefangenen Insel, aber waren der Aufprall eines Kopfes auf eine Pritsche, wenn ein Aufseher hereinkam, ein Häftling an den Haaren packte und ihn gegen den Pritschenpfosten schlug, solange bis er nicht mehr konnte. Oder das Knacken der Läuse, wenn sie mit dem Fingernagel zerquetscht wurden. Das ist russische Literatur. Das ist wirklich Blut und das ist wirklich Leidenschaft, das ist Sentimentalität in Verbindung mit einer großen Melancholie. Es gab auch Gerüche, so schreibt er, nach zerquetschten Wanzen, nach ungewaschenen Körpern. Wir arbeiteten ja täglich bis zur Erschöpfung, wuschen uns aber fast nie. Und das alles vermischte sich zu einem Geruch der Verzweiflung, zu Farbe und Geräusch der Verzweiflung. Denn es ist ein Irrglaube, dass sie im Inneren verborgen und den Sinnesorgan nicht zugänglich sind. Hohl. Ganz hohl. Große, er hat es doch gar nicht erlebt. Ganz große Literatur. Natürlich hat er es erlebt. Nö, Solzhenitsyn hat es erlebt, Schalamow hat es erlebt und die ganzen Zeitzeugen berichten von Meinhard Stark, von Ingeborg Jakob. Die russische Literatur. Und das lebt ist genau das, was wir auch bei der Holocaust-Literatur, bei der Welle der Holocaust-Literatur bekritteln. Dass das ein nachgeborenen Affekt ist, der da zum Tragen kommt. Also ich mochte es nicht. Und es ist ja so, dass dieser Mann 1999 99 Jahre alt ist. Also die Erinnerung, zumindest in dieser fiktiven Person, in dieser Literatur, ist seine eigene Erinnerung. Ja, aber sie ist fiktiv. Ja, das ist Literatur. Natürlich, es ist ja Belletristik. Ja, bei Solzhenitsyn ist es eben nicht fiktiv. Ja, aber es darf natürlich, ja, aber dürfen denn nur tatsächlich Zeitzeugen literarisch, also per se fiktiv, über Ereignisse der Vergangenheit schreiben? Das sehe ich nicht so. Auf mein Gefühl auf Gleise gesetzt wird, die schon irgendwie so gebahnt sind. Und na, aber die Frage also, ist ja die, das ist ja die Eingangsfrage, was ich sagte. Was ist Erinnerung? Ja? Und die Erinnerung, und ich glaube, das könnten wir uns einig sein, fußen eben weniger auf Begebenheiten, auf rationalen Dingen, sondern eher auf diesen sinnlichen Eindrücken. Wenn ich zum Beispiel ein bestimmtes Leder rieche, dann denke ich sofort an meine Brotkapsel aus dem Kindergarten. Ja. Ja. Und solche Erinnerungen hat natürlich jeder. Die sind also nicht intellektuell oder rational angelegt. Und Innocenti erzählt diese Geschichten nach und nach. Und worum geht es denn? Es geht um Schuld. Es geht um eine große Schuld, die er auf sich geladen hat. Deshalb heißt er ja auch Innocenti, weil er unschuldig ist. Naja, ja gut, aber er heißt ja auch, das Projekt heißt ja auch Lazarus. Das heißt er also, heißt auch Lazarus. Ja, es ist doch sehr... Aber also, es gibt zwei Dinge, die mir bei dem Buch, also zunächst mal vor allem aufgefallen sind. Das eine ist, dass der Autor in Kiew geboren ist, aber sich natürlich heute als russischer Schriftsteller in St. Petersburg versteht, also der wahrscheinlich kulturell russischsten Stadt überhaupt. 64 geboren. Das heißt, das habe ich mit einem Schmunzeln zur Kenntnis genommen, weil ich mich ja ständig in politischen Fragen mit der angeblichen oder mit der ukrainischen Nation auseinandersetzen muss. Insofern ist es eine interessante Facette dazu. Und das Zweite, was es mir zeigt, ist, dass doch die Gegenwartsliteratur in Russland dazu neigt, dass die späte Zarenzeit sehr, sehr stark idealisiert oder sehr, sehr schön darstellt. Ja. Und dass die eigentliche Revolutionsära, nämlich die Lenin- und die Stalinzeit, also furchtbar negativ wahrgenommen werden und dass man eigentlich Chruschtschow und Brezhnev vergessen möchte als völlig belanglose Zwischenepochen. Das heißt, für mich war da erstmal der erste Effekt, wenn also das in irgendeiner Form paradigmatisch für die russische Sichtweise auf das 20. Jahrhundert ist, und das glaube ich, dann können wir sehr froh sein. Dann entsteht vor uns eigentlich das Russland wieder, was zumindest alle in Deutschland, die so ein bisschen kulturell bewandert sind, und das schließt ja eine gewisse Russophilie mit ein, also pardon, jetzt, da arbeiten wir noch dran, da entsteht ein Russlandbild bei den Russen, das ich fantastisch finde. Aber ich lese doch nicht ideologisch, ich lese doch literarisch. Und das ist das, ja, und das ist das eine. Und das Zweite ist, ich glaube, dass er natürlich durchaus das Recht hat, eine fiktive Gestalt letztlich zu erfinden, die von ihren dann auch fiktiven Erfahrungen im Gulag berichtet, und dass das nicht jetzt allein den Zeitzeugen vorbehalten ist.
da bin ich durchaus der Meinung. Das Problem, dass wir, weil sie so gewisse Zweit- und Drittverwertung des Holocaust angesprochen haben, das Problem haben wir doch nur, weil diese Leute behaupten, dass es authentisch sei. Solange das als Literatur gekennzeichnet ist und natürlich auch mit der Realität einigermaßen in Übereinstimmung steht, ist doch da überhaupt nichts daran auszusetzen. Überhaupt nichts. Nein, es bedient Sentiments und das mag ich nie. Also das finde ich, wie gesagt, das finde ich überhaupt nicht. Da würde ich dir widersprechen. Interessant ist natürlich, wie gesagt, der Zeitpunkt, zu dem das Buch also primär spielt, ist 1999. Wir befinden uns also in Russland auch schon wieder in einer Situation, in der etwas zu Ende geht und man weiß nicht genau, was nun beginnt. Es ist nämlich genau die Zeit, wo Jelzin abtritt und Putin kommt. Und diese Fortschrittskritik oder diese Gegenwartskritik spielt natürlich hier auch eine ganz große Rolle. Zum Beispiel wird ja dieser Innocenti auch immer wieder von irgendwelchen Werbeleuten von Bofrost zum Beispiel angerufen und soll da irgendwelche Werbekampagnen mitmachen. Und er sagt zum Beispiel, ich ließ ihn ausreden und sagte, ich sei vor allem ein unpolitischer Mensch. Also ein unpolitischer Mensch ist er aber auch nur deswegen, nicht weil er 70 Jahre geschlafen hat, sondern weil er eben auch solche zutiefst politischen Erfahrungen gemacht hat. Ja? Dass er aus etwas herausgerissen worden ist, dass er gezwungen war, ein neues Leben zu leben und dass er eben, und das ist das, was ich vorhin meinte, und das ist diese Melancholie und das ist in meinen Augen durchaus auch eine Sentimentalität, die der russischen Literatur zu eigen ist, dass er eine Liebe verloren hat. Schön ist, dass er eine Stellvertreterin genau. findet. Jetzt kommen wir ja zu unserer Gärtenschlanken. Nicht Schauspielerin. Das ist die Wiedergängerin. Das ist die Wiedergängerin genau. Hör zu. Du hast gar nicht erwähnt, dass im zweiten Teil dann die drei Protagonisten, also der Arzt Geiger, ja. unser Held, der... Dynastia und genau, der Innocenti. Und der Innocenti, dass die dann alle drei Tagebuch führen. Mhm. Übrigens alle in derselben Tagebuchsprache. Finde ich schon mal urkomisch. Die führen alle selbst in Tagebuch und in der genau exakt derselben Sprache. Mhm. So. Und jetzt beginnt er mit der Nastja, also mit der Enkelin seiner eigentlich geliebten Anastasia, eine Liebesbeziehung. Und Nastja, wir hören, wie sie drüber schreibt, er ist sehr gut im Bett. Oh, das wär's. Schon dieser Satz ist für mich so abgrundtief. Das ist Russe, meine Güte. Das ist so, wie wir in den 80ern gesagt haben, guter Charakter. Ja, aber die Nastja ist doch auch sehr jung. Ich meine, wenn du mit einem knapp 100-Jährigen ins Bett gehen würdest, was würdest denn du da reinschreiben? Einmal verführt sie ihn, weil er ja dauernd liest. Er musste sich dauernd das zurücklesen, was er versäumt hat in diesen Jahrzehnten seines Tiefgefrorenseins. Und dann aber, weil ihre Verführungskunst so groß ist, lässt er das Buch liegen. Aufgeschlagen liegt es da und beobachtet unseren triumphalen Höhepunkt. Beim hohen C, was sagt uns das, trifft mein Blick auf Arnold Toynbee. Ey, meine Güte, also das ist für mich Schund. Das ist für mich Schund. Aber wie haben Sie denn dann Houellebecqs Sexszenen in Unterwerfung beurteilt? Ich kann Houellebecq überhaupt nicht leiden. Die fand sie auch schrecklich. Haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, nennen natürlich. Ja, sie mich puristisch, aber ich glaube, ich kenne schon erotische Literatur, aber nicht hier. Aber das wir sollten nicht wie das literarische Quartett uns zerstreiten über erotische dann, Szenen. Ne? Das um Gottes Willen. Recht. Das ist aber schade. Aber gut, wenn man darüber streiten kann, ja? Nein, also ja. Für mich ist es eine Jahrhundertbiografie, die in meinen Augen zumindest das alles bedient, was ich in einem Buch lesen möchte, erfahren möchte, was 1900 beginnt und 1999 endet. Es ist alles drin, was ich möchte, meinethalben auch ein paar Sexszenen, warum denn auch nicht. Und warst du mit der Sprache einverstanden gewesen? Du hast diesen einen Satz zitiert, ja. wo der Innocenti sagt, große Ereignisse entstehen in jedem einzelnen Individuum. So ist es. Ja, stimmt natürlich. Bis dahin? Es ist ganz einfach. In jedem Menschen steckt Scheiße. Wenn deine Scheiße in der Scheiße von anderen auf Resonanz trifft, kommt es zur Revolution. Aber hast du weitergelesen, in was für einem Kontext genau dieses Zitat steht? Es geht nämlich um die sogenannte Verdichtung des sowjetischen Wohnraumes. Es geht nämlich um Kommunalkas, es geht darum, genau, dass stimmt, du keine Privatsphäre hast. Fällt übrigens ja. gar nicht. Warum Doch, nicht? Fällt das, einmal. Nein, es fällt nicht. Es heißt Gemeinschaftswohnung. Hat mich gewundert. Du hast die Übersetzung gelobt. Ich dachte, Kommunalka eröffnet für mich einen Raum. Ja, da weiß genau ich, was das gemeint ist. Und es ist eben keine Privatsphäre möglich.
Es ist so, dass dort, ich weiß nicht, auf kleinstem Raum ganze Familien oder Menschen, die sich überhaupt nicht gekannt haben, zusammengelebt haben. Und das ist ja auch eine Schlüsselszene. Und zwar geht es um diesen Saretzky. Das ist derjenige, der in der Wurstfabrik arbeitet und der jeden Tag eine Wurst stiehlt. Und das weiß der Innocenti. Und es gibt eine Denunziationssituation und ein paar Wochen später ist Saretzky tot. Und es wird jetzt darfst sich du nicht erst, spoilern. Jetzt nein, du nicht und es spoilern. Wird sich erst am Ende, es wird sich erst am Ende auflösen, vielleicht auch nicht auflösen, aber es wird sich zumindest zeigen, warum Innocenti vielleicht dann durchaus im Stile oder im Thema des Lazarus wieder auferstehen musste, um eben diese Schuld abzutragen. Und dann darf er auch sterben. Okay, mea culpa. Ich habe von Anfang an gesagt, die Russen sagen mir nichts. Ich kann nicht damit. So eine schöne insofern, Sendung heute. Ich habe gesehen, dass es das sie ist dann noch. Sie muss. Wir werden sie das dann näher bringen. Me too. Das Buch wurde in allen möglichen Feuilletons besprochen und es wurde umgreifend positiv besprochen. Insofern so mea culpa, nicht mein Buch. Maximilian. Ich befürchte, dass ich aus der Frage des Gentleman in Moskau mich beteiligen muss. Da komme ich nicht drum herum. Das eine ist vielleicht der Einwand, in Russland ist die Sprache generell etwas härter. Also ja. Es fällt mir auf, es gab einen Angriff auf eine Schule im Nordkaukasus und Putins Reaktion wird in den deutschen Medien, er werde die Angreifer im Scheißhaus fertig machen. Und das ist natürlich eine extreme Untertreibung dessen, was er wirklich gesagt hat. Ja. Das heißt, wir müssen uns daran gewöhnen und insofern steht die Übersetzerin natürlich vor der Aufgabe, inwieweit mildert sie es ab. Ich finde, das ist ihr gut gelungen. Ja, und nur wenn da einmal, hätte sie sagen können, das kennt aber auch keiner. Das ist jetzt ein Fachbegriff, da müsste man dann wieder mit Fußnoten arbeiten. Okay, das will ich nicht sagen, aber wegen des Begriffs scheiße. Und ich glaube auch, dass der Begriff des Innocenti nicht falsch gewählt ist. Weil sich natürlich auch immer die Frage stellt, der individuellen Schuld in einem letztlich schuldhaften Umgebung. Das ist klar, die wird das ja ist aufgeworfen. Doch der Holzhammer. Das ist doch der Holzhammer. Na gut, es ist immer die Frage, wie diffizil muss man sein, dass es überhaupt noch einer versteht. Ja? Also man schreibt ja für ein Publikum und nicht nur für sich selbst und drei Literaturprofessoren. Also auch insofern bin ich da großzügig. Und insgesamt gebe ich recht, es ist natürlich echte russische Literatur. Und absolut. Die ist natürlich... Die ist robust, die ist schmutzig, die ist brutal, da geht es um Wanzen, um Läuse. Und ja, in der Literatur eines New Yorker Schriftstellers geht es natürlich um den richtigen Jahrgang des Châteauneuf-du-Pape. Und deswegen haben wir eigentlich wir haben ja den Bogen gefunden und wir hatten auch noch in der Mitte, ich habe es schon vergessen, aber es ging um Essen. das heißt, natürlich, die Kunst besteht meines Erachtens nicht darin, jetzt Châteauneuf-du-Pape 1901 und 1902 zu unterscheiden. Die Kunst besteht jetzt auch nicht nur darin, sich in russischer Scheiße zu wühlen. Die Kunst besteht darin, beides zu können. und das ist das Großartige an Russland. Und das ist vielleicht auch der Anknüpfungspunkt, statt mit Urlaub in Moldawien mal mit Urlaub im Goldenen Ring um Moskau oder vielleicht mit einem Ballbesuch in St. Petersburg zu versuchen. Ich möchte also eine große Werbung machen. Deutschland ist natürlich immer die Brücke zwischen Ost und West und also zumindest mir hat die Vorbereitung auf den heutigen Abend doch mal wieder näher gelegt, nach Côte d'Azur und Toskana mich mal wieder im Sommerurlaub nach Osten auf den Weg zu machen. Und ich habe mich sehr deutsch gefühlt. Und das gehört dazu, die Russen lieben die Deutschen, insofern darf man sich auch sehr deutsch dabei fühlen. Aber in der Tat, es ist natürlich die notwendige Ergänzung zum Gentleman in Moskau und da die Russen etwas tiefer greifen, ist es auch die tiefgehendere. Darf ich abbinden? Es ist nämlich mein Buch. Ist es dein Buch? Ja. Aber also ich bin der Gast und außerdem... Ach so, du bist der Gast. Gut, dann sage ich einfach anschließend an das, was du gesagt hast über den Weißwein und den Rotwein. Es besteht vielleicht in Russland die Kunst darin, den guten vom schlechten Wodka zu unterscheiden. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Und Paka, auf Wiedersehen. Okay. Das war mit Rechten lesen, diesmal mit Dr. Maximilian Krah. Beim nächsten Mal empfangen wir, Susanne Dagen und ich, Michael Klonowski, nämlich am 22. Juni, dann mit Publikum von
Dresden ausgesendet. Wir freuen uns, Sie wieder als Publikum begrüßen zu können.